2002, Hamburger Hauptbahnhof. Die ankommenden Reisenden bemerken schnell, dass heute etwas anders ist als sonst. Dass sich die Menschen irgendwie sonderbar verhalten. Und in der Tat, etwas scheint da vor sich zu gehen, etwas Ungewöhnliches. Eine Person trägt Kopfhörer, sie lauscht geheimen Anweisungen, tut ganz unverdächtig und verweilt dabei doch in aller Gelassenheit mitten auf dem Bahnsteig. Sie scheint nicht allein zu sein. Eine Handvoll anderer Menschen hat sich unlängst zu ihr gesellt, sich inmitten der Hektik einfach hingesetzt und die Augen geschlossen. Die Musik der Kopfhörer übertönt den Lärm der ankommenden und abfahrenden Züge, als die Menge wie auf ein unsichtbares Zeichen hin die Arme nach oben streckt und die Hände zu Fäusten ballt. Da sitzen sie nun, inmitten der bewegten Menschenmenge, öffnen wieder ihre Augen und sehen sich das Treiben der vielen Reisenden an, die eiligen Schritte, das Gepäck, den Alltag anderer. Jemand bleibt stehen, ein Mann mittleren Alters. Sichtlich von den Vorgängen irritiert, betrachtet er die stille Menge. All die Menschen, die da jetzt einfach so sitzen, als wäre es das Normalste der Welt. Im Weg der anderen, mitten auf dem Boden. Er denkt nach. Vielleicht eine Kunstaktion? Oder irgendwas Politisches? Oder beides? Erst in der Zeitung am nächsten Morgen erfährt er, was vor sich ging. Radioballett im Hamburger Hauptbahnhof. Performance-Kollektiv übt mit hunderten TeilnehmerInnen das nicht bestimmungsgemäße Verweilen. Ein Radioballett. Also. Okay. Aber was ist das eigentlich? Mal schauen. Ah, ein Erklärfilm. Praktisch. Das Radioballett ist eine Art der performativen Intervention im öffentlichen Raum. Zumindest ist das der Grundgedanke des Kollektivs Ligna, die den Begriff des Radioballetts durch zahlreiche Produktionen geprägt haben. Über einen Ort oder einen Raum verteilt, wie einem Bahnhof oder einem Platz in der Innenstadt, folgen Teilnehmende den Anweisungen, die sie über das Radio empfangen können. Die spezielle Frequenz wurde ihnen zuvor natürlich mitgeteilt. Eine solche Radiosendung kann dabei ganz vielfältig gestaltet sein. In der Regel enthält sie Wegbeschreibungen, um die Teilnehmenden an bestimmte Orte zu führen, Beobachtungsaufträge, die den Fokus lenken, Fragen, die zur Reflexion anregen und eine Erzählung oder begleitende Sachinformation. Gerahmt wird das alles durch ein übergeordnetes Thema und manchmal wird bei der Gestaltung auch auf Geräusche oder Musik zurückgegriffen, entweder um Bewegungen zu untermalen oder um einen Einfluss auf die Wahrnehmung eines Ortes zu haben. Nicht zu vergessen und ganz zentral für dieses Format sind Handlungsanweisungen, die in die Erzählung eingeflochten sind. Das heißt, in Abgrenzung zu Formaten wie einem Audio-Walk, in dem die Teilnehmenden häufiger eher eine passive Rolle einnehmen, werden die Teilnehmenden eines Radioballetts auch zu den unmittelbaren Darstellenden. Sie werden dazu eingeladen, bestimmte Bewegungen auszuüben, miteinander zu interagieren, Positionen einzunehmen oder Gesten zu zeigen. In einem Radioballett sind die Teilnehmenden also keinesfalls bloß die ZuschauerInnen einer Performance oder bloße Zuhörende, sie werden über die Kopfhörer zu den Performenden selbst. In einer der ersten Produktionen von Ligna ging es beispielsweise darum, dass Teilnehmende in einem Bahnhof, also einem öffentlich zugänglichen Raum, bestimmte Gesten und Alltagspraktiken ausüben sollten, die durch dessen Privatisierung verdrängt wurden. Sich etwa mitten auf den Boden zu setzen oder sich sogar zu der eigenen Entspannung einfach auf den Bahnsteig zu legen. Und das sorgte inmitten der ganz alltäglichen Dinge, die an einem Bahnhof passieren, natürlich für Aufmerksamkeit. Da sich durch die Handlungsanweisungen ganze Bewegungsfolgen erschaffen lassen, die in ihrer simultanen und teils auch synchronen Ausübung auch schnell mal wie eine einstudierte Choreografie wirken, löst der Begriff Radioballett nicht nur durch Zufall die Assoziation zu ästhetischen Bewegungen oder etwas Tänzerischem aus. Schauen wir uns einige Besonderheiten des Radioballetts aber noch einmal genauer an. Die Frage, wer bei einem Radioballett eigentlich wem bei was zusieht, ist nämlich eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten.
Zunächst gibt es natürlich den Kreis der Eingeweihten. Das heißt, die Teilnehmenden erscheinen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und die Informationen, die sie über das Radio erhalten, bleiben über die Kopfhörer exklusiv. Durch ihre Handlungen und ihre bloße Präsenz verändern die Performenden aber den öffentlichen Raum. Unbeteiligte Dritte werden vielleicht auf sie aufmerksam, sind irritiert oder identifizieren die Handlung sogar gar nicht als eine koordinierte Aktion. Die Menschen, die nun zusehen, werden also zu einer Art Publikum, egal ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Ein Publikum, das von den eingeweihten Teilnehmenden natürlich auch bemerkt und beobachtet wird. Ein Publikum, bei dem es durchaus spannend sein kann, wie es mit seiner Ungewissheit umgeht und wie es auf Handlungen der Performenden reagiert. Und damit nicht genug. Da der öffentliche Raum keine klar erkennbare oder gar abgegrenzte Bühne ist, werden Menschen, die aus Interesse oder Verwunderung stehen bleiben oder im Vorübergehen in irgendeiner anderen Weise reagieren, auch wieder zu einem Vorgang, der sich beobachten lässt. Dann eben aus zweiter oder dritter Reihe. Selbst die Ungewissheit innerhalb des exklusiven Kreises der Teilnehmenden sollte man als Besonderheit aber nicht unterschätzen. Denn die Informationen, die man über die Kopfhörer bekommt, sind im Vorhinein natürlich nicht näher bekannt. Und das Ausführen von bestimmten Handlungen ist nicht erprobt, sondern spontan, was zwangsläufig auch zu einer Beobachtung untereinander führt und natürlich einige Fragen eröffnet. Wie reagieren die anderen Teilnehmenden auf die Informationen und Handlungsanweisungen? Wie führen die anderen Teilnehmenden bestimmte Gesten oder Bewegungen aus? Gibt es Momente, wo Menschen innerhalb der eigenen Gruppe unterschiedliche Entscheidungen treffen? Erhalten überhaupt alle Beteiligten die gleichen Anweisungen? Mit anderen Worten, bei der Produktion und der Durchführung eines Radioballetts ist ziemlich viel möglich. Einige Aspekte lassen sich ganz gezielt gestalten, andere wiederum entziehen sich der Kontrolle. Und das ist, was die besondere Dynamik und auch die Ästhetik eines solchen Formates ausmacht. Sie erschließt sich nicht allen, sie entsteht im Moment und entfaltet sich nur in ihrer Live-Situation. Und damit sind wir auch schon am Ende der kleinen Einführung zu der Frage, was ist eigentlich ein Radioballett?